Hi. Wieder aus. Mann! Hi. Ich möchte euch zeigen, wie man aus diesen Klorollen so einen tollen Stiftehalter basteln kann. Alles, was ihr dafür benötigt, sind Klorollen oder auch alte Plastikflaschen, ausgespült natürlich, oder auch Chipsdosen oder alles, was so eine Form hat. Zudem benötigt ihr eine Schere, etwas Kleber und so einen Untergrund. Ich habe da aus einem alten Karton einfach ein Stück rausgeschnitten. Für alles Weitere schaut ihr einfach, was ihr zu Hause habt. Das kann zum Beispiel sein etwas Farbe oder Tusche. Oder ihr habt noch Ölknöpfe oder Wackelaugen oder ein bisschen Wolle, vielleicht auch Mosaiksteine. Oder was ich gerne auch verwende, sind solche Washi-Tapes. Das sind bunt Tesafilmstreifen, die ihr aber auch einfach selber machen könnt, indem ihr ein Blatt Papier nehmt, das schön bunt anmalt und dann so Streifen ausschneidet und mit Tesafilm befestigt. Ihr könnt auch noch andere Dinge verwenden, die ihr noch zu Hause findet, mit denen man solche schönen Dinge verzieren kann. Auch zum Beispiel Sticker, die man aufkleben kann und vieles mehr. Und dann kann es auch schon losgehen. So, was ich jetzt hier schon gemacht habe, ist alle vier Klorollen, die ich für diesen Stiftehalter brauche, angemalt, von innen und von außen. Also erst von außen, dann habe ich es trocknen lassen und von innen, dann habe ich es trocknen lassen. Und die Flasche habe ich jetzt einmal ausgeschnitten. Also ich habe erst mit einem Messer gearbeitet und dann nochmal mit einer Schere. Und ich will mir jetzt meine Unterlage einmal ausschneiden. Dafür stelle ich alle Dinge, die ich hier brauche, so hin. Und gucke, okay, ich möchte ungefähr diese Größe haben. Und ich möchte das gerne so gestellt haben. Dann mache ich mir hier so eine Linie, ungefähr, und dann kann ich das auch schon ausschneiden. So, und das male ich mir jetzt auch nochmal an. Jetzt getrocknet und jetzt können wir uns das nach Belieben verzieren. Ich hatte ja vor, mir das so hinzustellen und ich möchte gerne aus diesen hier ein paar Figuren machen. Dazu benötige ich einfach ein paar Wackelaugen, die ich auch selber machen kann, wenn ich jetzt keine Wackelaugen habe. Also du kannst Augen machen, indem du auf einem weißen Blatt Papier dann einen runden Kreis ausschneidest und einen schwarzen Punkt reinmalst. Die klebe ich jetzt hier an und werde die verschieden gestalten. Zum Beispiel habe ich mir überlegt, kriegt der Blaue hier eine miese Friese. Da habe ich jetzt Wolle an Tesafilm befestigt, indem ich immer kleinere Schnipsel ausgeschnitten hatte und dann dran geklebt habe. Das werde ich hier jetzt einmal drum herum machen, sodass es gerade passt. Und damit man nicht sieht, dass das hier vorne so angeklebt ist, werde ich dem jetzt noch ein Stirnband machen. Dazu nehme ich Washi-Tape. Ich fixiere da, wo das Ende ist, immer noch mal mit Tesafilm, damit mir das auch nicht aufgeht. So, wenn mir das zu lang wäre, würde ich das einfach noch kürzen. Ich finde das aber eine coole Länge. Und jetzt werde ich die Augen hier noch mit befestigen. Mit einem Stift werde ich ihn dann einfach noch
eine Nase und einen Mund zeichnen. Das in der Mitte möchte ich gerne mit Washi-Tape wieder ein bisschen bunter machen. Dafür nehme ich einfach immer wieder so einen Streifen, lege ihn hier gerade an und umrunde einmal die ganze Flasche. Wenn ich das so umrunde, fange ich immer da an, wo ich bei dem anderen auch aufgehört habe, damit ich das dann nachher alles schön auf einer Seite habe, diese Enden. So sieht das nochmal von Namen aus, wenn ich dieser Figur Haare machen möchte. Ich habe hier einen Tesafilmstreifen genau in dem Durchmesser von der Klorolle. Und dann habe ich immer so gleich lange Schnipsel geschnitten aus dieser Wolle und als Schlaufe immer so dran geklebt. Und dann kann das Ganze auch schon angebracht werden. So, das ist dabei herausgekommen. Ich habe zwei solche Wollhaare gemacht. Eine hat Haare aus Washi-Tape bekommen, eine einfach nur ein Stirnband und wie ihr seht, habe ich hier Wolle verwendet, um demjenigen einen Pullover zu machen oder hier hält einer einen Sticker in der Hand, also eine Ananas bei mir oder eine Fliege aus einem Knopf. Und jetzt werde ich sie an den Untergrund befestigen. Um das Ganze zu befestigen, werde ich etwas Tesafilm benötigen, ein bisschen Flüssigkleber und ich benutze gleich noch ein Buch. Und zwar werde ich zuerst die vier äußeren so hinstellen, wie ich sie haben möchte, damit der hier nachher Platz hat. Den werde ich jetzt aber erstmal entfernen, damit ich die mit einem Buch gleich beschweren kann, damit sie auch wirklich gut mit dem Kleber an die Unterlage antrocknen werden. Damit ich das nicht verliere, mache ich mir so ganz leichte Linien, wo das ungefähr hin muss, damit nachher auch die Mitte wieder Platz hat. So, dann kann ich sie alle wegnehmen oder ich kann sie auch stehen lassen. Ich drehe das Ganze um und werde ein bisschen Tesafilm benutzen und hier reinkleben. Das Ganze mache ich dreimal. Und dann werde ich die Mitte, also dann werde ich die ganzen Enden in der Mitte verbinden. So, jetzt kommt der Flüssigkleber. Den werde ich vorsichtig, verwendet am besten eigentlich eine Unterlage, hier an den Rand schmieren. Und dann so, dass das Gesicht dann schön nach außen zeigt, anbringen. Das mache ich jetzt mit allen vier. Damit das alles ganz gut antrocknen kann, lege ich ein Buch da drauf zum Beschweren. Und während das Ganze trocknet, kann man auch mal den Hund streicheln. So, wenn das Ganze getrocknet ist, dann können wir noch den zum Schluss in die Mitte kleben. Dafür wieder ein bisschen Kleber an die Stellen, die auf jeden Fall den Boden berühren. Das sind jetzt bei dieser Flasche diese Auswölbungen. Und so drapieren, wie ihr das möchtet. Und wieder zum Beschweren das Buch. So, und getrocknet sieht das Ganze so aus, dass ihr dann einfach dort eure ganzen Stifte drin verwahren könnt. Ich habe hier noch zwei andere Modelle euch vorbereitet. Das, was wir am Anfang gesehen haben und das hier. Hier habe ich genau ein paar Sticker aufgemalt, goldenes Washi-Tape genommen und das nochmal mit solchen Seilen umrundet. Oder hier habe ich nur Washi-Tape benutzt und das dann auch wie hier angeklebt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Wir sehen uns bald wieder.